Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome Hobbits und Eglantung zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst aus der Top 4 der Kanto-Region. Die ersten zwei Trainer der Top 4 haben wir im letzten Part schon besiegt. Heute geht es weiter voran zu den letzten zwei der Top 4. Und danach zum Champ, aber heute erstmal zu den letzten zwei der Top 4. Es wird spannend, es wird actionmäßig, es wird schwer. Schwere Kämpfe warten auf uns. Das Team, ein Gehalt. Ja, das hat uns schon ziemlich viel Kraft gekostet, bis hierher zu kommen. Weiter geht's. Voran, wir schreiten mutig und tapfer voran in der Pokémon-Liga. Fordern den nächsten, den dritten Trainer der Top 4 heraus. Schauen wir mal, wer da auf uns wartet. Oha, das schaut sehr nach Psycho, nach Gift oder nach halt nach diesem Typen aus, nach Geist. Dann, ja, Diktri bzw. Blacky nach vorne. Ich versuch's mal mit Diktri. Obwohl, Blacky. Blacky, wir nehmen dich da und nicht da und nicht mit nach vorne. Ich kann auch nicht mehr reden. Schon am Anfang des Parts. Hervorragend. So, Blacky. Dann Diktri. Ja, dann können wir tauschen. Ich würde mit Blacky anfangen. Mit ihr haben wir, glaube ich, die besten Chancen, glaube ich, gegen Geist und gegen, ja, generell Gift und ähnliche Typen. Okay, schauen wir mal, was uns hier erwartet, was auf uns hier zukommt. Nächste Trainerin erwartet uns. Top 4, Nummer 3, Agathe. Ich bin Agathe. Unter meines Zeichens Mitglied der Top 4. Wie ich höre, hält Eich große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format. Nicht völlig unattraktiv. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein, Tag aus. Nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind da zum Kämpfen. Pass schön auf, ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist, Zwergfee. Na dann, schauen wir mal, wer hier wem zeigen wird, was ein echter Pokémon-Kampf ist. So, Agathe mit Arbok, hab ich's mir doch gedacht, Gift-Pokémon. Das warme Raum jetzt auch nicht so schwer zu verkennen. So, ich riskiere es mal und versuche es mit Flackerbrand. Den Versuch ist es wert. Ja gut, vielleicht doch Risikodecke. Wenn wir damit ganz vorsichtig sein müssen. Risikodecke. Ja, das ist immer ein kleines Risiko. Aber die Verbannung, das ist auf jeden Fall was wert. So. Attacke. Versuch's. Mit Riesendecke. Okay, Blacky hält das sehr gut aus. Zumindest die erste Attacke von Arbok. Gut eingesteckt. Das ist schön. Das läuft doch. Kann man so machen. Unlicht vielleicht. Ich weiß nicht, Unlicht bringt das hier was. Ach, mal schauen. Blacky hält gut durch. Das ist gut. Paralyse ist natürlich jetzt nicht das Beste, nicht das Idealste. Also Verbrennung tut's für uns, Verbrennung schadet. Alles klar. Blacky ist erst zur Hälfte geschadet. Sehr gut, Gengar. Oha. Gengar, Gengar Gang. Sorry, verwechselt. Gengar Gang. Bin ich stolzes Mitglied. Gengar Gang. Grüße gehen raus an Anificate. Risikodecke. Na komm, versuchen wir's. Auch wenn es bei Blacky mittlerweile sehr schlecht aussieht. Ja gut, ein Trank vielleicht doch besser gewesen. Diktri, Schaufler, vielleicht bringt das irgendwas. Ich kenne mich mit den, gerade mit Geisttypen und mit Gifttypen so gar nicht aus. Also die Effektivität
Ich habe es schon im letzten Part gesagt. Effektivität. Oh, da hatten wir noch gar nicht gekämpft. Der Diktor. Oh, hi. Oha. Aha. Schon so oder geschädigt. Oh, das hat ihn doll getroffen. Na komm, Gengar. Gengar ist ein sehr starker Gegner. Sollte man nicht unterschätzen. Oh. Ja, das war's mit dem sehr starken Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Tja. So, zwei haben wir schon besiegt. Und weiter geht's mit Golbat. Dein Ernst. Jetzt gibt's einen kleinen Trank und dann Golbat in der Top 4. Was zum Henkrat, Golbat in der Top 4 zu suchen? Und die Weiterentwicklung von Zubat. Was? Golbat. Ich meine, der wird schon irgendwas können. Also wenn der von der Top 4 Trainerin geführt wird, wird das nicht ganz ohne sein, aber Golbat? Ich weiß, Gift-Pokémon und so, da ist der eigentlich relativ berühmt unter den Gift-Pokémon, aber das Ungeziefer der Höhlen? Naja. Ich versuch's mit Schaufler, ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Erdbeben wär's auf keinen Fall. So. Hauen wir rein. Hat keine Wirkung. Ach, verdammt. Ja, das Dickri hier leider die falsche Adresse. Ja, Golbat hin oder her. Dickri, Boden-Pokémon. Golbat, Funk-Pokémon. Das ist, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. Aber Triplett. Vielleicht bringt das was. Ja, was bringt es auf jeden Fall? Naja, anfangs über Golbat gelästert. Jetzt das. Na komm, Lavados. Verdammt, Golbat, das kriegen wir doch wohl noch verputzelt. Na komm. Nicht. Hitzewelle. Ja, vielleicht. Luftschnitt. Na komm, das kann dir doch nicht so viel anhaben. Sehr gut, Hitzewelle. Da brennt die Luft. Okay, sehr gut. Das kann sich sehen lassen. Flammenwurf. Als nächstes. Als durch. Als durch, Lavados. Flammenwurf. Ja, für die, die fieserweise den letzten Part nicht geguckt haben. Ja, wir haben Lavados und Lavados und Arctos mit dem Team. Zwei Negis. Ja, kann halten von was man will, aber mich da mal für entschieden. Also für alle Leute, die den vorletzten und den letzten Part nicht gesehen haben. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten entschieden. Ja, auch für alle, die den vorletzten und den letzten Part nicht gesehen haben. Schaut ihn euch an. Schaut jetzt ja, mal schnell unterbrechen und vorher noch die letzten Parts gucken. Dann kommt er wieder. Aber hallo. Am besten erstmal zum Champ-Kampf einschalten. Das ist. Nee, Leute. Bei allem Respekt zu meinen Zuschauern gegenüber. Aber so geht das nicht. Erst zur 12. und zweiten Hälfte in der Top 4 einschalten. Ich will euch jetzt nicht verjagen, aber respektiert meine ersten zwei beiden Kämpfer in der Top 4. So viel dazu. So, Hitzewelle, na komm. Das Mokmok kriegst du doch wohl noch erledigt. Da war es noch eins. Ein Pokémon. Und ein Karate. Gengar. Schon noch ein Gengar. Ach du Schande, schon wieder. Da brauchen wir Blacky dafür. Oder vielleicht kriegt Slavo das ein bisschen hin. Feuersturm, na komm. Einfach verschwenden, diese Attacke. Na komm, halt durch. Verdammt, es hat nicht durchgehalten. Lavados besiegt. Verdammt. Da muss Prof mal herhalten. Und Aiden's Sklave. Beleber, Trank. Ja, damit. Gerade mal nicht kämpfen. So, 26 Beleber haben wir noch. Das reicht, um Blacky zu beleben.
Da brauchen wir momentan keine Sorgen zu haben. Die Tränke sind eventuell, die wären eventuell ein bisschen rar. Das wird ein bisschen, das könnte zum Champ-Kampf ein bisschen knapp werden. Da haben wir noch 14 von, noch geht's, aber ja, sollten wir auch langsam mal vorsichtig mit werden. So, danke, dass du standgehalten hast drauf. Tut mir leid, dass ich dafür missbrauchen musste. Aber jetzt ist Blacky dran. Na komm, Blacky, du schaffst das. Ich glaube an dich. Hau rein, mach's alle. Evoli vs. Gengar. So großer Fan ich auch von der Gengar-Gang bin. So sehr muss ich das jetzt besiegen, das Gengar. Was hat keine Wirkung auf Gengar? Ach du Scheiße. Manchmal mal, ach du Scheiße. Auweia, auweia, platte Wand. Au Scheiße. Von wegen Evoli. Trank. Na komm, na komm. Auweia, das ging nach hinten los. Na komm, Evoli, komm. Dreh mich an. Das ist das letzte Pokémon. Du bist meine Hoffnung hier. Mein letzter nicht, aber du bist meine Hoffnung. Na komm, Verbindung. Das ist so was von positiv. Das ist mal sehr gut. Und dann nochmal Flackerbrand. Na komm. Das muss doch klappen. Na komm. Blacky. Ah, es lebt noch. Das Ding noch steht noch. Tränke verschwenden. Oh wei. Ihr merkt, wie angespannt ich bin. Na komm, das darf doch jetzt nicht hier und jetzt enden. Der dritte Trainer. Das letzte Pokémon, komm, das Gegner kriegen wir jetzt noch besiegt. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das rocken wir jetzt noch. Wir holen uns unsere Ehre zurück. Was Pokémon? Ah! Pokémon Gelb haben wir schon versagt. Wir können hier nicht nochmal versagen. Ja, Verbrennung tut's. Arthurs Pepe. Ah, verdammt. Fliegen darum, das wird das Beste sein. Fliegen. Es sind noch ein paar KP. Na komm. Stürzt dich von oben auf es herab. Oder es besiegt sich selbst durch Verbrennung. So geht's auch. Arctos erhält ein paar Erfahrungspunkte. Agatha besiegt. Sehr nice. Hey, dein Talent ist wirklich beachtlich. Ja, ich habe jetzt gerade den dritten. Ich habe drei Viertel der Top 4 schon besiegt. Ich habe den dritten Top 4 Trainer überstanden. Das läuft doch spitze. Und 10.890 Pokémon-Dollar, die siegreich aus dem Kampf gegen die dritte Trainerin der Top 4 hervor. Agatha. Der Sieg geht an dich. So langsam verstehe ich, was euch in dir sieht. Mehr habe ich da nichts zu sagen. Es ist Zeit. Betritt den nächsten Raum. Oh wei. Ich merke langsam, wie mein Team in die Knie geht. Also das wird schon. Also der erste Kampf war eine Nummer. Der zweite Kampf. Ja. Kampf gegen Bruno, also ich will ihn jetzt nicht unterschätzen, aber den haben wir locker hingekriegt. Ich weiß jetzt nicht, was da hinten auf uns wartet als nächstes, aber leichter wird sie nicht mehr, so viel sage ich da schon mal. So, Prof und Lavados kriegen den Beleber. Und jetzt müssen wir mal mit den Tränken ein bisschen gucken. Statusprobleme. Lexias, gut, das brauchen wir vielleicht nochmal. Von dem Champ vielleicht auch noch gerade. Du ein.
Pepe kriegt keinen. Lavados. Prof. Uha. Unsere Tränke waren knapp. Ja, dann lass das erstmal so. Das dann belasse ich es dabei. So, auf zum nächsten Trainer ohne große Umschweife. Schauen wir, was uns im nächsten Raum erwartet. Nächster Top 4 Trainer. Let's go. Ach, den Kumpel kenne ich doch, den Freund. Siegfried, mein Lieber. Was ist denn gegen deine Pokémon effektiv? Was hast du denn so zu bieten? Was ist denn bei dir ratsam? Arctos vielleicht. Vielleicht ist der ein guter Gegner. Ich lasse mal Blacky vielleicht am Anfang stehen. Das Evoli. Ist vielleicht nicht ganz falsch, damit anzufangen. Ja. Der liebe Siegfried. Na. Auf geht's. Kämpfen gegen dich. Ist noch nicht der Champ, aber der letzte Top 4. Na, let's go. Aha. Du bist also Zwergfee. Fragt sie ihn. Als ob ich nicht wissen würde, wer da steht. Also wer das ist. So muss man hier mit Fragezeichen das zensieren. Ich bin Siegfried, der Drachenprofi und überhaupt der Top 4. Überhaupt. Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer erfangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich. Denn gut trainiert so unbesiegbar. Das will ich mal nicht hoffen. Ihr Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach an ihnen abprallen. Keiner meiner Angriffe ist halbherzig. Das kann ich dir schon mal garantieren. Ich hau mit voller Kraft und voller Energie zu. Das ist also hier meine Pokémon. Meine Pokémon kennen das Wort halbherzig gar nicht. Das ist in deren Wortschatz gar nicht vertreten. Das ist, die hauen einfach, die hauen volle Möhre zu. Das kann ich dir garantieren. Aber gut, dann lass uns mal langsam anfangen. Oder hast du etwa vor zu kneifen, Zwanky? Niemals. Ich und Kneifen, vergiss es. Kampf gegen Siegfried und seinen Drachen-Pokémon. Das ist wieder die Frage wegen Effektivität. Das ist Wasser. Wasserdrache. Na gut. Ja gut, Risikotickel vielleicht. Versuchen wir es damit. Nicht schlecht. Kann man machen. Auch wenn ich jetzt hier gegen Siegfried verliere, ich komme wieder. Das garantiere ich dir. Wieder Terminator. Ich komme wieder. Ich komme zurück. Einen kleinen beigeben. Das gibt's hier nicht. Das ist diesmal nicht. Und Geld habe ich keinen beigegeben, weil ich gemerkt habe, der erste Trainer überfordert mich, aber heute nicht. Heute werden wir nicht kleinen beigeben. Nicht kneifen. Nicht aufgeben. Auch wenn uns die Tränke langsam alle werden. Es wird gekämpft. Bis zum bitteren Ende. Bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Mann. Das ist unser Motto. So wird gekämpft. Hydro-Pumpe. Ja, das ist... Ja. Die Attacke ist stark. Ja gut. Flackermann brauche ich gar nicht zu versuchen. Na komm, Risikodecke. Hau rein. Simon besiegt. Da waren es nur noch 4. Rückstoß ist natürlich schlecht, aber das nehmen wir in Kampf. Aerodactyl. Auch ein Wasser-Pokémon. 4 haben wir noch vor uns. Evoli, kämpf weiter. Du kriegst gleich noch einen Trank. Auch wenn es dann ein bisschen knifflig wird zum Champion, aber ja gut. Wir brauchen die Tränke jetzt. Zur Not haben wir noch 2 Top-Tränke und 7 Top-Genesungen. Ja, langsam mal vorsichtig damit umgehen. Aber ein bisschen zu wenig gekauft am Anfang. Was Aerodactyl ist und Wasser. Da hatte ich aber ein anderes Pokémon in Erinnerung. Dann versuche ich es mal mit Flackerbrand. Einfach mal des Versuches wegen. Jetzt darf man eigentlich keine falschen Attacken einsetzen, aber
Gut. Wie was? Sag mal, na komm, setz ein. Was ist los mit dir, Evoli? Lass dich nicht besiegen. Das wird geschickt oder was? Auwei, 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 auwei. Die Verbrennung ist gut, aber... Oha. Das hat ja nicht gerade viel gebracht. Risikodecke, na komm. Hast auch nicht mehr viele AP, aber... Na komm. Das muss doch was bringen. Ist zurückgeschreckt. Ach, verdammt. Nicht zurückschrecken, Leck, nichts zurückschrecken. So viele Tränke habe ich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr mit Tränken aufheilen. Das ist es jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr drin. Einen kriegst du noch, aber dann hau zu. Dann mach's alle. Die Genesungssachen, die müssen wir uns für den Champ aufheben, der bestimmt noch kommt. Er sagt zwar, dass er der Boss der Top 4 ist, aber ja. Ich weiß gerade wirklich nicht, wer der Champ ist, aber da kommt noch einer. Garantiert. Ja, Risikodecke. Es ist ein Risiko, aber wir tackeln trotzdem. Na komm. Ja, immer weiter voran. Bis es tot ist. Mach's tot. Mach's tot, Blacky. Prillzone vielleicht. Versuchen wir es damit. Wenn wir denn dürfen. Okay, Blacky weicht der Attacke aus. Das ist auch sehr gut. Auwei. Die Attacke ist aber nicht sehr gut. Immerhin Verbrennung. Verbrennung ist sehr gut. Na komm, Risikodecke. Noch haben wir AP. Hyperstrahl. Auwei. Wird es das durchhalten? Wird es das durchhalten? Ich glaube nicht. Na komm, Blacky, Blacky. Blacky halt, hält's durch. Fängt an zu verzweifeln. Ja, ich weiß. Blacky, aber halte durch. Du bist stark. Steh hinter dir. Ich vertraue auf dich. So, drei haben wir noch. Da waren es nur noch drei. Ein zäher Kampf hier gegen Siegfried. Auf alle Fälle. Fast die Hälfte haben wir aber schon. Gyarados! Der ist vom Typ Drachen? Seit wann? Na komm, ein Trank noch. Ich weiß nicht, ob du gegen Gyarados gut bist, aber... Du wirst gerade nichts Besseres. Sigtri, Lavados. Ja. Weckruf. Das ist diese Fähigkeit Weckruf. Die ist einfach super. Ja, Flankerwand können wir getrost vergessen. Risikodecke. Na komm. Die AP sind gleich alle. Ja. Oh, Warnruf. Das ist hier Gold wert. Das ist sehr schön. Na komm, weiter. Risikodecke. Aufgedeckelt. Nice. Herzchen. Oh, jede Menge Rückstoß. Oh wei. Oh wei. Ah, verdammt. Blacky. Wow. Sehr gut. Hält's noch durch. So, na komm, na komm, na komm. Noch einmal Risikodecke. Sei der Erste. Das tötet sie vielleicht, aber immerhin. 3 von 5 schon besiegt. Rückstoß. Oh, sie lebt noch. Durak. Wir kämpfen weiter. Wir versuchen es jetzt mal ohne Trank. Hau rein. Luftschnitt. Aua. Ja, gut, das habe ich aufs Spiel gesetzt. Das wusste ich. Aber Durak, ja. Ich habe noch den Rest meines Teams. Wo ist Prof? Mein Wasser-Pokémon. Du bist geliefert. Totox gegen Durak. Mega-Entwicklung. Und Siedewasser. Na komm, mach's alle. Blaster ist weg. Mit deinen Blastern. Schieß es davon. Feuer gegen Wasser. Wir wissen, wie es läuft. Zurückgeschreckt. Gibt's nicht. Na komm. Na komm, was ist denn los? Na komm, Totok, Prof, 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 komm los! Wo ist das Wasser, Pokémon? Jau! Wir sehen, wie das reinhaut.
Und jetzt bräuchte ich noch einen Trank. Ich trau mich nicht. Oh gut, dann machen wir's. Vielleicht verschenkt, aber wir machen's. Die Level sagen, das ist ja, die Level sagen einiges aus. Der Prof ist ziemlich weit unterlevelt. Na komm, bitte lass mich nicht den Trank verschenkt haben. Bitte nicht. Na komm, Prof, ich vertraue auf dich. Aquaknarrer. Na komm, löscht das Feuer, Pokémon. Löscht das Burak. Löscht sein Feuer aus. Sehr nice. Letzter Trainer ist auch. Ist der Top 4 Trainer. Dragoran, letztes Pokémon. Ja, weiterkämpfen. Also gut, das ist ja. Burak wird schon sagen. Totok wird da nicht viel ausrichten können, aber wir können es ja mal versuchen. Fensteraura. Wutanfall. Ja, eine gute Nacht. So. Ja gut. Arktos. Ich hoffe auf dich. Na komm, Arktos. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Aber Eisstrahl, Blizzard. Eisstrahl. Ich versuche es mit Eisstrahl. Blizzard. Ist auch eine starke Attacke, aber. Jau! Ordentlich. Wutanfall. Halte durch, halte durch, halte durch, halte durch. Ich sagte, halte durch. Was an halte durch? War nicht zu verstanden. Was an halte durch? Hast du nicht verstanden? Was an diesem Satz? Die Trilavados. Au, 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 Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich trau mich nicht, Pepper einzusetzen. Ja, ich weiß, Pepper ist auch ein Meme. Ist nicht nur ein Zuschauer von mir, ist auch ein Meme. Na komm, Arktos. Arktos ist vielleicht der Falsche, den man wieder benehmen sollte, aber machen wir's mal. Ja gut, wenn ich jetzt angegriffen hätte. Das wäre blöd gewesen. Oh, Verwirrung. Das ist gut, das ist sehr gut. Die paar KP noch. Wir haben es geschafft. Na komm, na komm. Zwei Hypotanken haben wir noch. Na komm. Arktos. Na holla die Waldfee. Das kann ja was werden. Mit dem Champ-Kampf. Hat sich selbst besiegt. Na sehr gut. So geht's auch. So, ein paar Erfahrungspunkte. Siegfried wurde besiegt. Top 4 Siegfried geschlagen. Unfassbar. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke deiner Pokémon beugen. Du bist wahrlich ein meisterlicher Pokémon-Trainer. Du gewinnst 11.000 Pokémon-Dollar. Und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Siegfried, den vierten Trainer der Top 4, hervor. So sieht's aus. Haben wir die Top 4 bezwungen, haben wir es geschafft. Dann wartet nur noch der Champ auf uns. So sieht's aus. Siegfried. Erledigt. Oh mein Gott, das waren heftige Kämpfe. Aber wir haben es geschafft. Schwer zu glauben, dass sich mein Drachenherr an dir die Zähne ausgebissen hat. Damit bist du ab sofort der Champ der Pokémon-Liga, Zwergfee. Naja, nicht wirklich ab sofort. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, wartet noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar der Champ. Professor Eich? Zwergfee, mein lieber Scholli, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried und über die Top 4. Das war echt nicht ohne. Na nun, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Hahaha, perfektes Timing, Professor. Zwergfee, dein letzter Gegner im Kampf um den Titel des Champs ist Professor Eich. Okay, Professor Eich.
The Champ? Mr. Trainer? Nein, das war natürlich ein Witz. Dein Gegner ist Morty. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser ist als Professor Eich. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Also, er war dir eine Nasenlänge voraus und hat uns die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ der Pokémon-Liga. Der Sack war schon vor mir hier. War ja mal wieder klar. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über die Top 4 einfach nur als Champs gefeiert. Aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit begehrt. Er möchte nämlich der Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Und wer würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um die Titel besser eignen als Zwergfee und Morty? Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun denn, es ist soweit, stürze dich in den Entscheidungskampf. Champ Battle, mein Pokémon wäre nicht geheilt. Professor, was ist los? Könntest du wenigstens noch mein Team heilen? Ich meine, das entspricht nicht den Top 4-Regeln, aber wenn du schon mal hier bist, wenn der Prof schon mal hier ist, also der Professor, der Pokémon-Professor, also nicht der Prof, der ist auch hier, das ist mein Pokémon-Team. Aber ja. So. Dann heben wir uns Top-Genesung und Top-Trank für den Champ-Camp auf. Und ja, Black kriegt den letzten Hypertrank. Puh, ja, dann hoffen wir mal, dass das Team so reicht gegen Morty. Peppe ist jetzt außer Gefecht. So, jetzt wird mal zwischengespeichert. Das ist aber dringend nötig. Lieber doppelt Headbecher, besser. Headbecher. Ja, in dem Sinne, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und den nächsten Part, nämlich gegen den Champ werde ich im nächsten Part kämpfen. Wenn das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Seid im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dahin, haut da rein, habt eine angenehme Fastlichtzeit. Man sieht sich und ciao.